Jo, hallo und herzlich willkommen im Wald. Keine Angst, Hand ist gleich weg. Ich versuche hier nur noch schnell einigermaßen. Ich habe heute kein Stativ. So, jetzt. Also, hallo und herzlich willkommen nochmal. Und zwar Adventskalender. Morgen geht's los. Adventskalender, genau genommen. Ne? Ich plärre mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ne? Ich wollte einfach eine kleine Einführung machen, damit ich es irgendwo erklärt habe, weil wenn ich es in die Videobeschreibung schreibe, dann lesen es 5 Leute und der Rest hat es nicht gelesen, erfahrungsgemäß. Ne, das weiß ich nicht so genau, eigentlich. Ne? Also aus den Kommentaren her scheint es von denjenigen, die Kommentare zu schreiben, so gefühlte 10 Leute zu geben, die es gelesen haben und der Rest nicht. Deshalb weiß ich nicht, wie viele von denen, die keinen Kommentar schreiben, was ja die absolute Mehrheit ist, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, niemand muss einen Kommentar schreiben, wenn er das nicht unbedingt will, aber ich freue mich natürlich trotzdem drüber. So ist das jetzt auch wieder nicht. Aber ja, drum habe ich manchmal den Eindruck, die Videobeschreibung liest keiner. So, und drum vorher noch ein kleines Video, das dann vielleicht im Rahmen des Adventskalenders eher angeguckt wird und damit die Informationen dann da sind. Wirklich nur ein kleines Video. Also, falls sich jetzt jemand wundert, was das geht, nur, keine Ahnung, wie lang es wird, aber deutlich kürzer als sonst. Dann, ja, liegt einfach daran, dass ich nur ein paar Infos mitzuteilen habe. So, erstmal vielleicht ein paar Takte zum Making-of. Adventskalender bzw. Adventskalender sind ja 24 Videos, eins am 1. Dezember, eins am 2. Dezember, eins am 3. Dezember etc. pp. Und das bedeutet, ich kann einfach schlicht und ergreifend nicht von der Logistik her das jeweils am Tag vorher aufnehmen. Drum, jetzt ist Mitte November, jetzt geht die große Adventskalender-Drehzeit und Schneidezeit natürlich auch gleichzeitig, also Dreh- und Bearbeitung. Zeit los. Vor Mitte November wollten wir nicht, weil da ist nicht winterlich genug. Das ist dann auch blöd. Und nach Mitte November wäre es zu knapp geworden. Darum sind wir jetzt genau drin. Das kann sein, dass die Videos, ich versuche die einigermaßen in chronologischer Reihenfolge, so wie sie dann auch veröffentlichen werden sollen, abzudrehen, damit das ein bisschen ja, konstanter aussieht. Und ich, wenn ich mich irgendwie auf ein vorangegangenes Video beziehe, dann auch gerade in dem Moment weiß, ob das überhaupt schon online ist, in dem Moment, wo ich das aufnehme, ob es dann online sein wird. Und das führt zu großen Verwirrungen mit den verschiedenen Zeitsträngen und Dimensionen, die da jeweils berührt werden. Ja? Drum versuche ich es einigermaßen in chronologischer Reihenfolge, also so wie ich es später veröffentlichen möchte, hinzukriegen. Könnte aber mal passieren, dass ich zum Beispiel bei 3 Videos hintereinander die gleichen Klamotten anhabe und andersrum, dass ich bei einem Video 5 Tage später die gleichen Klamotten anhabe wie 5 Tage vorher, dann werde ich es wahrscheinlich am selben Tag gedreht haben, auch wenn es jetzt zeitlich ein paar Tage später erst erscheint im Adventskalender. Ne? Also da nicht, sich einfach nicht verwirren lassen und einfach nicht groß drüber nachdenken, wie das jetzt von der Logistik her genau gemacht ist. Damit das zeitlich hinhaut, hilft mir eben meine Frau auch sehr viel beim Schneiden. Sie wird im einen oder anderen Filmchen auch noch zu Gast sein, beziehungsweise die eine oder andere mindestens Hauptnebenrolle übernehmen, weil es gibt zum Beispiel eben auch so ein paar kleine Türchen, wo sich dann wie letztes Jahr so ein bisschen Blödsinn drin verbirgt. Ja? Also nicht alles nur Waldwissen. Waldwissen ist viel. Die meisten Türchen, die ihr aufmacht, werden wohl Waldwissen in irgendeiner Form, Wald- und Naturwissen natürlich, sowas in die Richtung, beinhalten, Pflanzen, Tiere etc. Aber hin und wieder gibt es dann eben auch mal ein bisschen was Bastelmäßiges. Basteln dieses Jahr allerdings wirklich nur sinnvolle Sachen. Letztes Jahr hatten wir ja auch Christbaumsternchen und okay, gut, die Schnitzfigur für den Weihnachtsbaum oder wo auch immer man die hinhängen möchte, die war ja auch schon was Sinnvolles, finde ich. Aber ja, dieses Jahr sind einfach nur Gebrauchsgegenstände quasi im Kreativteil dabei. Und dann gibt es noch mal ein bisschen Kochen. Auch das wird vorhanden sein und noch ein wenig Ausrüstung, weil das mache ich halt einfach gern. Ausrüstungsvideos sind auch dankbar, da brauchst du dich nicht groß drauf vorbereiten. In den meisten Fällen, da recherchierst du ein kleines bisschen was zu dem Ausrüstungsgegenstand, den du jetzt ja schon lange verwendet hast, im Idealfall.
Und dann kann man da auch was zu erzählen. Und das wird dann doch von recht vielen Leuten erfahrungsgemäß ganz gerne geguckt. Das ist halt so ein bisschen, ne, für mich ist es immer so leichte Unterhaltung. Ich gucke das ja auch selber ganz gerne. Wenn du gerade nicht keinen großen Anspruch hast, dann guckst du halt ein kleines Ausrüstungsvideochen. Dann bist du hinterher, weißt du mal wieder, was du konsumieren musst. Oder versuchst nicht zu konsumieren, je nachdem. Und bist wieder auf dem Laufenden. Also ich hoffe, das ist in Ordnung. 3 oder 4 sind es, glaube ich, an Ausrüstungsdingern, die dazwischen sich verstecken. Und ja, das sind so im Prinzip auch schon die Themen. Ja? Also kreatives Basteln, make your own gear, so in die Richtung, wenn es der Engländer sagt. Ja, dann eben Ausrüstung und Naturwissen. Oh, und natürlich, wie letztes Jahr, das kann ich auch schon verraten, zu Nikolaus und zu Heiligabend gibt es da noch jeweils irgendeinen Quatsch, den wir uns ausgedacht haben, Special. Und natürlich die Weihnachtsfeier am 24. Die gibt es ja nun wirklich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Also heißt vielen, vielen, aber mindestens 4. Ja, für YouTube-Zeiträume ist das lang, nicht für den Wald. Da lacht er, wenn man dem sagt, 4 Jahre wären viel. Ja, Ganze wird, also die einzelnen Videos werden wahrscheinlich sowas um die 20 Minuten dauern. Das plane ich zumindest so, das strebe ich so an. Es sind Themen dabei, die sind ein bisschen größer. Die sind dann halt Mehrteiler, ganz einfach. Und vielleicht wird auch mal das eine oder andere Video 25 Minütchen dauern. Und dann gibt es auch mal vielleicht eins, was nur 15 Minuten dauert. Irgendwie so in die Richtung ist das geplant. Ja, nur damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Das heißt, ihr müsst nicht jeden Tag 3 Stunden Ben-Video gucken. Das könnt ihr natürlich trotzdem tun, aber dann wäre es bitte ein altes, weil da werde ich wohl nicht dazu kommen, nebenher noch irgendwelche 3 Stunden zu produzieren. Kann aber sein, ich plane das zwar nicht, aber es wäre möglich, dass wenn irgendwas wahnsinnig Wichtiges für die Waldwelt passiert, dass zwischendrin auch noch ein reguläres Nicht-Adventskalender-Video erscheint, das dann damit nichts zu tun hat und aus der Reihe halt dann noch zusätzlich kommt. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Und nochmal, ich plane das nicht, dass das dazu kommt. Ja. Gut, Inhalt habe ich gesagt, 24 Uhr wird jeweils veröffentlicht, habe ich auch, glaube ich, gesagt. Und vielleicht noch 3, 4 Takte, gerade zu YouTube-technischen Dingen, zu Hintergründen desjenigen, der mit YouTube ein wenig Geld verdient. Im Dezember werdet ihr relativ viele Videos sehen. Die meisten Creator, wie wir uns ja so schön nennen, also ich nenne uns nicht so, aber egal, jedenfalls, die machen im Dezember deutlich mehr Videos als nicht im Dezember. Beziehungsweise im November kommt auch gerne mal extra Videos und extra viel. Das ist kein Zufall, sondern das liegt schlicht und ergreifend daran, dass, wie wir ja schon seit vielen Jahrzehnten wissen, an Weihnachten lässt sich gut Geld verdienen für Einzelhandel, für Werbetreibende, für jeden, der irgendwas verhökern möchte, das möglicherweise als Weihnachtsgeschenk in Frage kommt. Und drum machen diejenigen, die sowas verhökern wollen, eben auch entsprechend viel Werbung auf YouTube, schalten viel Werbung und da jeder Werbung schalten möchte, ist die Werbung entsprechend teuer, die du dann bei YouTube einkaufen kannst. Und wenn die sehr teuer ist, dann kriegt YouTube viel Geld und davon kriegen wir, also diejenigen, die die Videos dann machen, kriegen davon jeweils die Hälfte ab. Das heißt, es ist für alle Beteiligten, für YouTube bzw. für Google oder Alphabet, wenn man dann noch weitergehen möchte, der Mutterkonzern heißt ja inzwischen gar nicht mehr Google, sondern Alphabet, Alphabet zu Deutsch. Ja. Für die ist das auch lukrativ und wir kriegen da halt eben entsprechend unseren Teil ab. Und ja, für mich ist es auch lukrativ, so einen Adventskalender zu machen. Zumal ja noch dazu kommt, dass ich jetzt auch die Zeit habe, weil jetzt ist Winter. Im Winter mache ich normalerweise keine Führungen. Das heißt jetzt nicht, ich mache gar keine, aber keine größeren jedenfalls. Das liegt einfach daran, weil man hat eine lange Anreise. Wenn es dann erst so um, na, sagen wir mal, 9 so hell ist, dass man losgehen könnte, dann müsste man auch um 9 losgehen und wenn dann jemand eine Anreise von 4 Stunden hat, dann fährt er morgens um 5 entsprechend los und hat dann keinen Puffer mehr, um rechtzeitig da zu sein. Und da ich selber ja auch immer noch eine Anreise habe, ist das einfach unschön. Und dann wird es um 16 Uhr wieder dunkel und dann habe ich gerade mal 7 Stunden Zeit für eine Waldführung. Ja, da komme ich ja nirgends hin.
Nee, stimmt natürlich jetzt. Also mit 5 Stunden oder 6 Stunden kann ich normalerweise, ja eher 6, kann ich normalerweise eine Waldführung machen, die dann auch zu Ende ist und wo ich dann auch das Gefühl habe, jetzt habe ich genug erzählt und das langt mir dann. Ja? Und also so ist das nicht. Aber trotzdem, ja, im Winter macht es einfach nicht so. Auch Übernachtungen zum Beispiel im Winter, das macht nicht so viel Spaß, weil da gehst du halt, sagen wir jetzt mal, um 10 gehst du los. Dann hast du wieder bis 16 Uhr Zeit, dann beginnt es dunkel zu werden, dann solltest du spätestens um 16 Uhr anfangen, irgendwo dich häuslich niederzulassen. Und dann ist Dusch da und dann hockst du da bis 23 Uhr im Dunkeln rum und dann gehst schlafen und um 9 wird es erst wieder hell. Und wenn du um 8 aufstehst, dann hockst du halt wieder im Dunkeln oder meinetwegen um 7 aufstehst oder um 6, je nachdem, wie man da individuell Schlaftechnik jeweils drauf, technisch drauf ist. Das heißt, es macht den Winter schon zu einer zwar interessanten, aber zu einer schwierigen Zeit für irgendwelche Waldführungen. Ja, und das heißt, wenn ich keine Waldführung mache, was mache ich dann? Ja, dann mache ich Videos. Und drum bietet sich das eigentlich ganz gut an, dass ich eben meine produktive Winterzeit, ich hoffe, die wird produktiv, ne? Warten wir es ab, sonst hinterher schimpfen, wenn es nicht produktiv genug war. Aber dass ich meine produktive Winterzeit eben unter anderem zur vermehrten Videoproduktion nutze und da bietet sich dann natürlich der Adventskalender wunderbar an, um als circa auch einen Monat brauche ich da insgesamt für, halt eben versetzt zur Adventszeit ordentlich fleißig Videos zu produzieren. Ja, und finanziell lukrativ ist es halt eben auch. Ne? Nur damit ihr da Bescheid wisst. Ja, außerdem heißt es, dass wenn man im Dezember viele Videos rausgekloppt hat, dann soll der Zusammenbruch der Einnahmen, die man im Januar und Februar erwarten darf, weil im Januar und Februar keine Sau Werbung macht, weil da verkaufst du nichts, weil das wurde ja gerade im Dezember schon alles leer gekauft, da darf man erwarten, dass dieser Zusammenbruch der finanzielle nicht ganz so schlimm ist, je mehr Zeug man im Dezember gemacht hat. So heißt es. Das sind so die internen Kommunikationsdinger der YouTube-Schaffenden untereinander, dass man da eben solche Empfehlungen aufschnappen kann. Hat letztes Jahr sehr gut funktioniert. Daher bin ich zuversichtlich, dass das auch dieses Jahr dann entsprechend nützlich sein wird. Aber ich mache es auch wirklich gerne. Da muss man auch nochmal wirklich dazu sagen. Ich hoffe, das glaubt ihr mir auch, dass ich da auch Spaß dran habe an der Adventskalendergeschichte. Und das jetzt nicht nur rein aus finanziellen Interessen passiert. Das ist ja gerade das Schöne bei dem Job. Man kann halt schon sehr gut Hobby und Spaß mit eben der Arbeit verbinden. Ist nicht so, dass es keine Arbeit ist, aber ja, es ist eine sehr schöne Arbeit. Das ist schon so. Gut. Und auch nochmal, sollte es eng werden, dass ich nicht hinterherkomme mit der Videoproduktion, dann kann es sein, dass ich mal der Veröffentlichungstermin, also die Uhrzeit, ne, von 0 Uhr auf abends, also abends des gleichen Tages verschiebt, also von 0 auf 18 Uhr zum Beispiel oder sowas. Das könnte passieren und zwar nicht unbedingt jetzt nur wegen mir, sondern auch wegen, um noch kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, dem Algorithmus, dem Allmächtigen, der Meinung ist, dass alles, was ich hochlade, erstmal nicht für alle Werbetreibenden geeignet ist. Das heißt, der Algorithmus findet irgendwas ethisch-moralisch Verwerfliches in meinen Videos, was da natürlich nicht drin ist. Aber das findet der regelmäßig, der hat sich da irgendwie drauf eingeschossen und da der nun mal allmächtig ist und man an dem nichts rundherum wirken kann als kleiner normaler Mensch und die kleinen normalen YouTube-Mitarbeiter, mit denen ich da sprechen kann drüber, die können da auch nichts dran ändern, da muss man schon, wie heißt denn der Google-Chef? Gibt es einen Google-Chef? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Also früher hatten die mal sowas wie Firmenbosse. Aber den kennt man irgendwie nicht. Ne? Man weiß, dass Microsoft Bill Gates ist und dass Tim Cook Apple ist. Und man weiß, dass Jeff Bezos Amazon ist und solche Leute. Ja, die kennt man alle. Aber wer zum Geier ist denn der Google-Boss? Das würde mich jetzt eigentlich mal interessieren. Na, wie auch immer. Der weiß vielleicht, wie sein Algorithmus funktioniert. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand derzeit noch weiß, wie der Google-Algorithmus funktioniert. Aber wie dem auch sei, jedenfalls dieser automatisierte Gedönserich da, der
spinnt bei mir rum und findet jedes Mal ganz schlimme, böse, ethisch, moralisch verwerfliche Dinge in meinen Videos. Dann muss ich auf manuell überprüfen klicken. Manuell überprüfen heißt, da guckt dann irgendein Mensch das Ganze an, stellt fest, ja, nee, scheiße, da ist nichts ethisch, moralisch verwerflich. Zack, kriege ich ein grünes Häkchen und kann dann mit dem Video regulär Geld verdienen. Aber da ich das jedes Mal machen muss und jedes Mal ein Mensch da drüber gucken muss, der Deutsch spricht, ob das dann eben jetzt soweit korrekt ist oder nicht, dauert das circa 5 Tage. Das heißt, ich drehe ein Video, ich schneide das Video, das findet meistens am nächsten Tag statt und lade das hoch und mache das alles fertig etc. pp. Und jetzt nochmal plus circa 5 Tage, durchschnittlich. Ne? Das hängt davon ab, ob man es montags zum Beispiel macht, montags hochlädt, dann ist es bis Donnerstag, Mittwoch, wenn man Glück hat, aber spätestens bis Donnerstag normalerweise gemacht. Aber wenn man hingegen am Freitag was veröffentlicht, samstags und sonntags scheint da keiner zu arbeiten bei Google, bei YouTube. Und das ist ja auch in Ordnung, die müssen ja auch nicht, müssen sie ja auch nicht. Ne? Das war jetzt keine Kritik. Und dann dauert es eben entsprechend bis deutlich länger, also bestimmt auch noch mal bis Mittwoch der darauffolgenden Woche, bis das Ganze dann monetarisiert ist. Und dadurch können sich halt Verzögerungen ergeben. Und seit ich weiß, dass das jetzt grundsätzlich so abläuft, was mich eine ganz lange Zeit genervt hat, aber inzwischen muss man das einfach akzeptieren, der Google-Algorithmus ist quasi eine Naturgewalt. Da kann man nicht mit diskutieren oder irgendwie versuchen, es ist so schlimm, das ist, aber es ist leider so, da irgendwie versuchen mit in Kommunikation zu treten, funktioniert auch nicht. Und da kann man sich nur dem Ganzen unterwerfen und hoffen, dass das irgendwann mal wieder besser wird. Aber das geht jetzt schon seit Monaten so. Es gab mal zwischendurch eine Phase, wo ich Zeug direkt veröffentlichen konnte, wo ich gleich meinen grünen Haken bekommen habe und gleich mein Geld verdienen konnte. Aber danach hat der Algorithmus wieder irgendwelche Schwierigkeiten gehabt. Und ja, es ist schon ein bisschen zum Kotzen und natürlich nervt es, aber ja. Aber nur damit ihr wisst, drum kann es passieren, dass ich, wenn ich Hoffnung habe, dass an dem Tag noch das grüne Häkchen kommt, weil sich ein Mensch das angeguckt hat und das grüne Häkchen gibt, dass ich dann noch warte an dem Tag, bis ich es halt dann rauskloppe, bis ich das grüne Häkchen habe, weil da geht es dann schon jeweils um, ja, was ist so ein Adventskalender-Video wert? Jetzt in der ersten Zeit, gerade um die geht's ja, ne? Hinterher irgendwann kommt das grüne Häkchen immer. Aber um die erste Zeit geht's. Und das sind so 50 Euro pro Video, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, wenn es gut läuft. Ne? Sonst so 30. Irgendwie sowas. In dem Bereich bewegen wir uns. In der Anfangszeit kommt ja hinterher dann auch noch einiges nach. Gut. Nur damit ich das mal gesagt habe und um aus dem Eckkästchen geplaudert zu haben. Ja, alles schräg im Bild. Ich bin schräg, die Bäume sind schräg. Aber ja. Gut, das soll es gewesen sein. Ihr wisst Bescheid, mit dem Adventskalender geht es dann ab, oder beziehungsweise heute Nacht. Morgen Nacht, streng genommen, ist ja dann schon morgen, also am 1. Dezember, hoffentlich pünktlich los. Ich wünsche dabei viel Spaß. Ich freue mich dann trotzdem sehr über Kommentare. Ich werde vielleicht nicht unbedingt immer auf jeden Kommentar eingehen. Das mache ich ja heute auch schon nicht mehr. Also ich schaffe es nicht mehr, jeden Kommentar zu beantworten. Wenn eine Frage ist, da versuche ich meist darauf einzugehen. Es sei denn, es sind so Fragen, die halt schon 18.734 Mal gestellt worden sind. Was derjenige, der die Frage schon stellt, wahrscheinlich nicht weiß. Was ich auch niemandem übel nehme. Aber da habe ich nicht immer die Motivation, das dann auch nochmal zu beantworten. Klassiker. Was ist das für ein Hut? Das ist Klassiker Nummer 1. Gut, aber jetzt wirklich genug aus dem Nähkästchen. Bis morgen und macht's gut.